Begriff Othering kann vom englischen Wort other, das heißt andersartig, abgeleitet werden. Ins Deutsche könnte er mit jemanden andersartig machen übersetzt werden. Auch wird in der Literatur von Fremdmachung gesprochen. Der Ausdruck beschreibt einen Prozess der Gruppenbildung, bei dem bestimmte Menschen als andere bestimmt und so vom eigenen Wir abgegrenzt werden. Während das eigene Image positiv hervorgehoben wird, wird gleichzeitig jemand als andersartig bzw. minderwertig klassifiziert. Anschließend erfolgt eine Distanzierung zu den als fremd betrachteten Menschen. Mögliche Kategorien des Otherings sind zum Beispiel Klassenzugehörigkeit, Glaubensvorstellungen, Ethnizität, Sexualität und Nationalität.